Seid gegrüßt, ihr Mäcklein und Knaben und alle, die sich sonst noch auf meinen Channel verirrt haben. Hallo, ich bin's wieder, euer Klangfried und ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Sommer gehabt. Ich habe meinen Sommer genossen und dementsprechend in der Zeit auch keine neuen Videos für euch aufgenommen. Aber jetzt, wo der Sommer zu Ende geht und es Herbst wird, habe ich mir gedacht, bestimmt wollt ihr gerne mal wieder einen Song von mir haben. Und da kam mir dieses Blatt entgegen. Weißt du, welcher Baum so ein Blatt hat? Nein? Weißt du denn, welcher Baum solche Früchte hat? Genau, das ist die Eiche. Und ich möchte euch heute eine kleine Geschichte erzählen von der guten Frau Eiche. Da hinten seht ihr einige Schwestern von ihr. Und natürlich habe ich wieder meine Klampfe dabei und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Frau Eiche. Die gute Frau Eiche, die ist schon sehr alt. Seit 100 Jahren steht sie im Wald. Sie hat im Leben schon sehr viel erlebt. Daraus wurde ihr dieses Liedlein gewebt. Im Frühling, da strickt sie ein grünes Bett. Mit Wind und mit Vogel singt sie im Terzett. Im Sommer, da wachsen die Kinder heran. Die schönen Eicheln erfreuen jedermann. Die gute Frau Eiche, die ist schon sehr alt. Seit 100 Jahren steht sie im Wald. Sie hat im Leben schon sehr viel erlebt. Daraus wurde ihr dieses Liedlein gewebt. Im Herbst lässt sie ihre Kinder dann gehen. Sie wird sie niemals mehr wiedersehen. Sie wirft ihr buntes Kleid ab voller Schmerz, träumt von ihren Eicheln und schläft bis zum März. Die gute Frau Eiche, die ist schon sehr alt. Seit 101 Jahren steht sie im Wald. Sie hat im Leben schon sehr viel erlebt. Daraus wurde ihr dieses Liedlein gewebt. Im Frühling, da strickt sie ein grünes Bett. Mit Wind und mit Vogel singt sie im Terzett. Im Sommer, da wachsen die Kinder heran. Die schönen Eicheln erfreuen jedermann. Die gute Frau Eiche, die ist schon sehr alt. Seit 101 Jahren steht sie im Wald. Sie hat im Leben schon sehr viel erlebt. Daraus wurde ihr dieses Liedlein gewebt. Im Herbst lässt sie ihre Kinder dann gehen. Sie wird sie niemals mehr wiedersehen. Sie wirft ihr buntes Kleid ab voller Schmerz, träumt von ihren Eicheln und schläft bis zum März. Jedes Wetter hat sie schon erlebt, Sonne und Regen und Erde, die bebt. Frost, Wind und Schnee waren auch mit dabei, im tiefen Winter und auch mal im Mai. Die gute Frau Eiche, die ist schon sehr alt. Seit 102 Jahren steht sie im Wald. Sie hat im Leben schon sehr viel erlebt. Daraus wurde ihr dieses Liedlein gewählt. Das war die Geschichte von der guten Frau Eiche. Ich hoffe, das Lied hat euch gefallen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr fleißig kommentiert oder Daumen hoch schickt. Ich
wünsche euch jetzt einen schönen Herbst, einen schönen Herbstanfang. Gehabt euch wohl und bis bald, euer Klangfried.